Ja, ich bin immer noch im Hamburger Hafen, aber ich mache mich jetzt auf den Weg mit diesem alten Dampfschlepper, mit der Viking nämlich, auf eine kleine Hamburger Insel, ein echtes Naturparadies. Und auch Deutschlands größte Insel, Rügen nämlich, hat ganz besondere Natur zu bieten. Über 900 Quadratkilometer groß ist die schöne im Osten, aber nicht die tolle Natur, sondern das abenteuerliche Störtebeker Festival locken den Hamburger Wolfgang Behrendt auf die Insel. Und dieses Festival gibt es jedes Jahr. Gerade erst wurde der Zuschauerrekord wieder gebrochen. Aber Wolfgang Behrendt kam nicht, um bloß zuzuschauen. Seeräuberschiffe kurz vorm Angriff. Seit 17 Jahren sind die sommerlichen Störtebeker Festspiele ein Teil von Rügen. Und er gehört dazu. Wolfgang Behrendt ist für die Geräusche zuständig. Den Rest des Jahres ist er Maler. Ich bin der Heinrich, ein Kirchenbaumeister wie euch, einfach Heinrich zu nennen. Der Hamburger ist von Anfang an dabei und fühlt sich hier wie zu Hause. Tagsüber geht er gerne mal in der Bühnenkulisse spazieren. Eine künstliche Welt für 3 Monate. Für mich ist das immer der Gegensatz zu dem sehr einsamen Winter, den ich aber auch brauche für meine Arbeit. Und ich genieße das auch, mittendrin zu sein, und ich fühle mich einfach dazugehörig. Und es ist auch eine große Familie. Vor der Vorstellung muss er den Schauspielern Mikrofone verpassen. Ob Nadja Kruse, Wolfgang Lippert oder Ingrid van Bergen. In Behrendts kleinem Kabuff sind sie alle gleich. Guten Abend, das gleiche Manöver. Ja, das ist... Wolli! Jetzt habe ich dich, guten Abend. Jetzt hast du mich. Seine Leidenschaft für Rügen begann mit den Plakaten. Seit 1993 hat er sie alle gestaltet. Ich wollte als kleiner Junge schon Kunst, wo andere Lokomotivführer werden wollten. Damals wollte ich schon immer Kunst machen. Das war für mich immer klar. Ich habe das Glück, wo man sagt, das ist mein Hobby, das habe ich zu meinem Beruf gemacht. Und es ist eigentlich eine Art zu leben, Kunst zu machen. Titelbilder eines großen deutschen Politmagazins. Damit machte sich der Hamburger in den 80er Jahren einen Namen. Vor 7 Jahren zog er ganz nach Rügen. Seitdem malt er in seiner freien Zeit vor allem Akte. In einer Kombination aus Airbrush, Pistole, Buntstift und Kratztechnik schafft er verblüffend lebendige Oberflächen. Bis hin zu Gunter Sachs und der monegassischen Fürstenfamilie haben es seine Bilder geschafft. Das Besondere an meiner Technik ist dieses Werkzeug, mit dem ich die Farbe wieder ganz fein differenziert herunterkratzen kann. Und man sieht das besonders hier an den Haaren, die so feine Striche kann man nicht mehr malen. Und dadurch kommt einfach diese Lebensechtheit auch zustande. Am Anfang steht immer ein Fotoshooting. Bei seiner akribischen Arbeitsweise würden die Modelle zu lange stillhalten müssen. Ja, schön. Die Rügener Umgebung erleichtert ihm die Arbeit zusätzlich. Was Rügen für meine Arbeit interessant macht, ist vor allen Dingen, wenn ich draußen was machen will, ist diese ungeheure Vielfalt der Landschaft. Das sind nicht nur die Strände und die steile Küste, sondern es gibt Feuersteinfelder, die so ganz magische Anmutungen haben. Und man hat viele Orte, an denen man auch ungestört ist, durch die Größe der Insel. Das klare Meerwasser und die weiße Kreide sind die bedeutendsten Symbole der Insel. Bilder von Caspar David Friedrich zeugen davon. Die Schönheit ist allerdings vergänglich. Wind und Wellen nagen gefährlich an den Küsten. Rügen zählt zu den sonnenreichsten Gegenden Deutschlands. Die Badeorte sind behutsam für den Tourismus restauriert. Davon lässt sich der Urrüganer bei seiner Arbeit freilich nicht beirren. Binz zum Beispiel ist wieder die Hochburg, die es vor 130 Jahren war. In der typischen Bäderarchitektur, zum standesgemäßen Bade der Gäste, wie es damals hieß. Hinter den Stränden beginnt eine andere Welt. Darin erscheint der klassizistische Zirkus von Putbus wie ein surreales Gemälde in der Landschaft. Wolfgang Behrendt bevorzugt die unspektakulären Orte, wenn er mal wieder auf Location-Suche geht, wie hier im Fischernest Fit. Ja, es hat doch etwas Magisches, dieses Geräusch der Wellen. Und wenn man hört, wie die Kiesel klappern, wenn das Wasser abläuft, das ist
unheimlich schön und ich kann da stundenlang zuhören. Und da brauche ich kein schönes Wetter und kein Strandwetter. Wenn der Maler dieses Geräusch hört, dann wird es richtig familiär. In einer alten Schmiede arbeitet Tochter Katharina mit Hammer und Amboss. Gemeinsam mit Ehemann Stefan Kelting stellt sie hochwertiges Werkzeug vergangener Zeiten her. Katharina, selbst Malerin und Illustratorin, folgte ihrem Vater nach Rügen. So lernte sie ihren Mann und durch ihn die Kunst des Schmiedens kennen. Ich habe nie geglaubt, dass meine Tochter mal anfängt zu schmieden, weil sie stapft ja auch ganz fürchterlich in meine Fußstapfen und ist auch so dabei, mich an einigen Stellen direkt zu überholen. Aber dass sie jetzt anfängt zu schmieden, fasziniert mich natürlich auch. Und, Lust hätte ich ja auch, aber ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile zu alt dafür. Dieses Schwert hat sie erst vor einer Woche fertiggestellt. Es ist so etwas wie Katharinas Meisterstück. Der Vater nimmt es mit, als Vorlage für das nächste Plakat der Störtebeker Festspiele. Da! Ja! Dort in Ralswiek sind die Schwertkämpfe ein zentraler Bestandteil der Geschichten um den berühmten Seeräuber. Am Abend sitzt Wolfgang Behrendt wieder als Tonmeister in seiner Box und begleitet die Kämpfe um die schwedische Krone mit Tönen. Da! Auf Rügen angekommen, das ist für den Hamburger Maler Wolfgang Behrendt kein leeres Wort. Hamburg wird immer meine Heimatstadt bleiben, aber ich fühle mich hier wirklich zu Hause. Und vor allen Dingen, ich möchte einfach gerne mit meinem Leben Spuren hinterlassen. Nicht so einfach abtreten. Und das kann ich am besten, indem ich gute Bilder male. Auf einer